So, ihr seht schon, es werden wieder mal die Radeln aber da. Und das hat den Grund, wir wollen uns wieder mal einen Parkplatz sparen. Heute geht's zum Stöhlergil. Und der ist da hinten. Da werden wir hier zurückradeln und den Parkplatz hinten nicht nehmen, weil der kostet was. Und ja, hoffentlich sind dort dann schon weniger Leute. Und das nicht zum Regenaufwand geschehen. So, Radeln werden jetzt nur vorbereitet, damit alles gut geht. Es sind insgesamt ungefähr 10 Kilometer, die wir fahren müssen. Das ist jetzt nicht allzu schlimm, aber wir wollen natürlich trotzdem gut vorbereitet sein. Und was heißt vorbereitet sein bei uns? Natürlich gibt es Helme, das ist ganz klar, auch wenn es nur kurze Strecken sind. Und wir nehmen einen kleinen Rucksack mit. In unserem Rucksack haben wir eine Wasserflasche, für den Weg natürlich immer sehr gut. Und jeder von uns hat noch eine Regenjacke dabei. In Island kennen wir das jetzt ja auch schon von kürzeren Touren. Es kann jederzeit zum Regnen beginnen, deswegen nie ohne Regenjacke rausgehen. Das ist übrigens der Parkplatz, auf dem wir stehen. Der befindet sich da kurz vor der Brücke. Und auf der anderen Straßenseite geht dann die Straße sozusagen da weiter. Man sieht es ziemlich lang. Das ist nur mit Axel, der kämpft immer noch mit den Radeln, wie die Straße weitergeht. Dieses Schild da drüben übrigens, das schauen wir uns dann von genauem auch nochmal an. Das ist der Grund, warum wir die Straßen mit dem Radl fahren. So, wir sind bereit und es geht los. Ja, der Radlanfänger fährt noch nicht über jedes Terrain. Sehr, sehr grobe Steine, darf man nicht. Es ist ein Canyon hinter uns, da neben uns und lauter Leute, die uns neidisch sind, dass wir mit dem Radl fahren. Wir sind am Stöhlergil Canyon angekommen, der ganz bekannt ist für seine Basaltsäulen. Man sieht schon ziemlich gut im Hintergrund. Ich persönlich habe mir das irgendwie größer vorgestellt, aber wenn wir näher zugekommen, dann wird es ja bekannt ein bisschen größer, vielleicht deswegen. Schaut auf jeden Fall schon sehr beeindruckend aus. Und das Wasser hat voll die schöne Farbe und der Axel hat gesagt, das ist nicht immer so. Das heißt, wir haben einen Knick. Maus hat unsere Radeln entdeckt. Ihr seht schon, da unten sind Leute. Wir wollen die Leute sein. Also gehen wir jetzt runter. Sagst du das? Ich glaube, das ist der nächste Person, der da irgendwann einmal angefällt. Unten stehen übrigens Leute. Ja, wenn ich das wissen hat, war die Welt zu entspannt. Und damit der Axel nicht umsonst zurückgefahren ist mit dem Radl, schießen wir jetzt bekanntlich einmal die Drohne auf die. Ist übrigens gar nicht so leicht, es sind ziemlich viele Leute da, obwohl es abends ist. Wir haben geglaubt, es ist keiner da. Ja, so populär wie der Ort auf Instagram ist, weiß ich gar nicht, dass da jeder ist, aber gut.
Axel kämpft im Hintergrund mit der Drohne. Aber gleich geht's los. Ich habe gerade das letzte Video unserer regulären Island-Reise gesehen. Es kommt zwar jetzt noch eins danach, aber das ist kein Vlog mehr. Und ja, wir wollen sagen, cool, dass du bis da dabei warst. Cool, dass du bis da geschaut hast. Was wünschen wir uns jetzt? Wir wünschen uns einerseits natürlich, dass ihr uns Feedback gebt. Vielleicht sagt uns auch, ob euch irgendein Ort in Island jetzt besonders gefallen hat, den wir euch gezeigt haben, wenn ihr davon noch nicht gekannt habt. Das war ziemlich cool eigentlich. Außerdem natürlich, Kritik nehmen wir gerne an und Verbesserungsvorschläge. Aber natürlich freuen wir uns über jeden, der zugeschaut hat, der kommentiert hat, der geliked hat oder der uns ein Abo da gelassen hat. Gibt uns wirklich extrem viel und macht es ruhig weiter so. Das heißt jetzt aber nicht, dass das letzte Video überhaupt war. Wir werden natürlich auch zum Thema Island nochmal Sachen machen, aber nicht im Vlog-Stil, sondern eher in Zusammenfassungen zu den schönsten Orten zum Beispiel oder Tipps, Tricks und was auch immer. Jetzt geht es weiter mit anderen Videos, wie beispielsweise zu den Färöer-Inseln, wo wir ja danach noch waren. Natürlich wieder im Vlog-Stil. Und ja, was haben wir auch für eine Plan, Laura? Die nächste Reise. Wir werden nicht sagen, was hier geht. Bleibt also ganz gespannt dran und wir sehen uns im nächsten Video.